Und was machen die jetzt? Stehen die jetzt einfach so da? Oh, ich dachte, es loopt. Es loopt nicht, es geht weiter. Okay, jetzt geht's scheinbar nicht weiter. Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3, Episode 5. Anyway, ich habe in der letzten Episode vergessen zu sagen, schreibt mir bitte sofort einen Kommentar, ja? Seid so lieb, ich brauche das. Sagt mir in dieser oder in der letzten... In diesem oder im letzten Video, ob ihr einen Qualitätsunterschied gegenüber dem Livestream seht, bezüglich Bild und Ton. Weil meine Aufnahmen gehen durch DaVinci Resolve, durch mit dem Codec und mit den Frames und dem höheren Audiowerten, die ich habe, während das andere in Anführungszeichen nur durch die YouTube-Suppe durchgeht. Und da würde mich es wirklich brennend interessieren, ob ihr einen Qualitätsunterschied feststellen könnt oder nicht. Und da ist der Typ, mit dem wir reden möchten. Aber meine Leute sind wirklich komplett im Arsch, ne? Ich glaube, ich mache jetzt mal eine lange Rast hier im Underdark. Ich speichere vorher, weil ich nie weiß, was nachts passiert. Wo ist mein Schokoladenstück des Tages? Hier. Und? Oh, oh, ich schon wieder. Oh, bitte nicht wieder irgendwelche Leute umbringen. The air is heavy. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Ich würde die Stirn, glaube ich, erstmal abwischen. Ich mag keinen Schweiß auf der Stirn. Your hands shake as they reach upward. Your forehead remains drenched, no matter how much you wipe. Ah. Chukilgape vlaketh Mazathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Es scheint nur ein Fieber, ihr müsst ruhen. Laisel, wo warst du, Bitch, als ich den armen Badenmädchen die Eingeweide dekoriert habe? Trust my own mind. So it seems I must trust yours. I will wait. But know this. I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Ist das der Charakter, den ich auch erstellt habe? I came just in time. You are transforming. Ja, das ist die, die ich gebaut habe. Sie hält die Scheiße auf, damit ich nicht gewandelt werde. Ja, ich kenne eure Stimme, ich habe sie schon mal gehört. Oh, ich bin so aufgeregt, ich habe gerade Gänsehaut, Alter.
Wer hätte gedacht, dass ich mit sowas hier belohnt werde? Junge, ich bin so aufgeregt. Puh. Ah, wie schön. Es gibt viel zu wenig solche Videospiele. Das ist wirklich... Und auch noch die geile Mucke und das alles. Yes, you have. I saved you before. Der Sturz, ne? And I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a Mind Flayer. Not while I'm around. I'll protect you. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Ah, okay. Nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, you must learn to wield it. Oh, ich habe mich bis jetzt immer geweigert, es auch nur einmal zu benutzen. Das ist die astrale Ebene. So sieht die aus. Vielleicht ist das auch irgendwas anderes, aber so sieht die astrale Ebene aus, im Übrigen. Wo die Githyanki herkommen. Das sieht aus wie ein Ei eines astralen Drachen. Aber da ist ein Balschädel drauf. Ja, dann muss das die Astralebene sein. Also, was ich euch nicht erzählt habe. Ach du Scheiße, wir machen ernsthaft? Beim Träumen schicken wir unsere Seele in die Astralebene. Holy fucking shit, das ist so krass. Boah, das ist so krass. Alter, das ist so krass. Oh, ich hab eine Gänsehaut. Oh. Wartet mal. Oh, ich muss erstmal klarkommen, Alter. Okay, eventuell wisst ihr es oder ihr wisst es nicht. Wenn Götter sterben, landen ihre Leichen in der astralen Ebene und schweben da herum wie gigantische Kontinente. Puh. Ganz ruhig, Alex. Ganz ruhig, Alex. Ich bin so glücklich. Erstmal einen Schluck Kaffee. Oh, heiß. Alter. Aua. Nee. Fingerfertigkeit. Ich bin gut mit ihren Fingern, wie Shadowheart noch kennenlernen wird. Oh, hier, Charisma. Bam. Oh, 15, leckt mich am Arsch. Tierfreundschaft, da habe ich 2 von. Vorteil. Was? Ich darf nur 1? Oh, come the fuck on. Mit Vorteil halt, ist immer krass. Siehst du? Vorteil. Bam. Ich weiß schon, welche Schriftrollen ich mir in Baldur's Gate aufkaufe, um bei sozialen Events Vorteile zu haben. He relinquishes the ball. It is well chewed and slick with drool. His eyes track the ball avidly. He shuffles on his paws, ready to chase after it. Wieso darf ich denn den Ball nicht werfen? His tongue lolls out happily, his tail wagging even faster.
Ich wusste, dass Scratcher... Das ist nie im Leben ein normaler Hund, Alter. Achso, er ist bezaubert, weil ich die Schriftrolle benutzt habe. Ich bin dumm. Ey, Lizel. Ne, Kalach. Wieso hast du den Ball nicht gefangen, Bitch? Hey, Kalach. Du sollst ihn fangen. Was ist dein Problem? I had a wild dream last night. This beautiful entity came to me, promised to protect me. Told me the parasite in our heads could give us power. Mann, Kalach ist so geil. Sie hat so ein offenes Herz, ey, wie so ein Kind. Sounds like it. What did you make of it? Kein Traum. Aber hey, dir fehlt auch ein halbes Horn, also vielleicht ist dein Empfang nicht so gut. Seems risky, if you ask me. Couldn't help getting stuck with the tadpole, but taking favors from it? Spooky. Sagt die Alte mit der Diesel-Engine in der Brust. Ich muss noch mal eine Schokolade aufessen. Wo ist denn Shadow Blade? Ja. Did you have any strange dreams of late? Vivid ones. Damn. I was hoping my imagination had gotten the better of me. Ach. But this must be something more. This dream companion wanted me to use the tadpole, use its power. Whoever it was claimed to be an ally, but I don't know. It seems like we can't escape this mess, in the waking world or otherwise. Ihr und ich. Zwischen uns gibt es etwas Besonderes, glaube ich. Ich möchte darüber reden. So kann man eine Beziehung wirklich schnell beenden. Moment. Very serious of you. But go ahead. Wie geht's? It's strange. I've been dwelling on what I told you before about wanting to become a Dark Justicia. But perhaps I should be content with my lot. I'm already blessed to have you at my side, after all. Ja, das ist ja so niedlich, Shadowheart. Das hätte ich von dir gar nicht erwartet. Gay! Gay! Hey, Gay! Gay, Digga, wir sind in der astralen Ebene unterwegs, Alter. Komm, das gibt dir doch den größten Nerd-Ständer aller Zeiten, Mann. Deine Eier müssen doch platzen vor Geilheit, Mann. Gay! My apologies. Not quite myself just yet. I had the strangest dream last night. A visitor came to me. A vision of unparalleled beauty and power. She told me she was watching over me, protecting me, and that our tadpoles could prove beneficial if we embrace what powers they have to offer. An uncanny apparition. Not entirely sure what to make of it. Was? Bist du blöd? Nummer 2. Very curious. In all my readings on the effects of illithid parasites, I've never come across any accounts of
correlating dreams between infected parties. Gail, Gail. Unique quality of our predicament, perhaps. Hör doch mal zu. Are you inclined to take these visitors at their word? Na klar, du Spasti. Ich wäre schon, wie viel Finger hab? Dreimal wäre ich schon fast gestorben, du Spacken. Hätte die Alte mich nicht aufgekratzt. Das macht total Sinn. Ich bin wirklich kein Dungeons & Dragons Nerd, aber die Illithiden und die Githyanki kommen aus der astralen Ebene, beziehungsweise das sind Invasoren aus einer anderen Kristallsphäre, die in unsere eingedrungen sind. Und daraufhin haben die Illithiden die Githyanki versklavt und die Duregas auch und noch ganz viele andere Scheiße gebaut, haben riesige Königreiche gebaut und die Githyanki haben sie dann richtig hart in die Tentakeln gefickt. So dass die Illithiden jetzt nur noch ein Schatten ihrer ursprünglichen selbst sind. Es gab mal Hunderttausende von denen. Jetzt gibt es Hunderttausende Githyankis und nur noch wenige tausend Illithiden. Aber es sind Kreaturen der astralen Ebene. Wir haben einen verfickten Tadpol in unserer Birne, der in irgendeiner Art und Weise magisch aufgefickt ist. Das bedeutet, es ist gar nicht so weit hergeholt, dass unsere Seele während unserer Träume in die astrale Ebene abdriften kann. Es ist alles nicht super an den Haaren herbeigezogen. Es ist wenigstens in irgendeiner Form in einer gewissen Schlüssigkeitskette. Es ist nur unfassbar gefährlich, mit seiner Seele durch die astrale Ebene zu watscheln. Aber immer noch leichter als mit seiner körperlichen Gestalt in die astrale Ebene abzuwandeln. Denn in der astralen Ebene gibt es keine Schwerkraft. Alles funktioniert nur mit dem Intellekt. Und wenn euer Intellekt zu gering ist, könnt ihr nicht navigieren. Dann treibt ihr einfach wie so ein englischer Tourist im Meer. Und könnt nicht vor, zurück, hoch und runter. Ihr seid dann, ja, ihr taumelt einfach die ganze Zeit. Nummer 3. So we have far more to learn about the powers at play here. Our ignorance as to the exact nature and intent of our saviors is hardly cause for celebration. Lizel. Your confidence. Ja, ja, baba baba, halt, mach fertig, mach fertig. God knows we can use all the help we can get. Komm. Geh, guck mal da. Ah, oh, die Geschichte. Oh, ich will mit Lazelle rennen. Lazelle muss das sofort wiedererkennen. Ey, die muss doch sofort wiedererkennen, dass das die astrale Ebene ist und dass der Kampf dort um die körperliche Überreste eines Gottes sich gedreht hat. Da drinne ist immer noch ein bisschen Power. Und es gibt ein Mysterium, das ich noch nicht ergoogeln konnte. Also wenn ihr an überdurchschnittlich großer Langeweile leidet. Nee, ein andermal. Nee, doch. Nee, naja. Ein andermal. Erzähl mal vom Herrscher. Ah, yes. Karsus. Karsus was perhaps the most powerful wizard that ever lived. The child who would be a god, the elves called him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to usurp in one fell swoop the power of the goddess of magic. Mistril, she was called then. Genau. Imagine what it must have felt like to be a god, to know yourself, to be untouchable, to be mistaken. As Karsus aimed his spell at her, she began to unravel, and with her, the entire weave. Too late did he realize what he had unleashed. It would have been the end of everything had not Mistral sacrificed herself. Yeah. The goddess of magic is all magic. Genau das. By dying, the entire weave was lost, and the spell that challenged a god failed. It was the end of Mistral, the end of Karsus, and the end of an entire civilization. Das hat Schar bis heute nicht verstanden. The child who would be a god was turned to stone. His empire came crashing down around him. The floating cities of Netheril were no more. Ah, von denen habe ich euch erzählt. Came to be known as Karsus's Folly. Ja, Karsus's Folly. Eines der bekanntesten Geschichten im ganzen Universum von Dungeons & Dragons. Ich habe gerade einen Nerdboner. Mistral, damals. Also, Shah ist eine dumme Bitch. Buchstäblich. Sie ist erstens eine Bitch und zweitens ist sie einfach dumm. Sie ist dumm, sie ist scheiße dumm. Sie hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Sie hat jetzt schon Mistra zweimal umgebracht, glaube ich, und zweimal versteht sie es nicht. Mistril und Mistra und Mistrielle, Frikadelle, sie sind die Verkörperung des Weaves. Versteht ihr? Es gibt zwar den Körper, den Gale auch ficken konnte,
Aber grundsätzlich ist das eine Einheit. Sie sind nicht voneinander getrennt. Es ist nicht wie ein König und ein Königreich. Ihr kommt, knallt den König um, nehmt die Krone, tiddle, ich König. So funktioniert das bei Mystrill und Mystra nicht. Es ist ein Körper, es ist eine Einheit. Jedes Mal, wenn wir Zauber wirken, zupfen wir an den Fäden des Weaves. Das ist der Körper von ihr. Sie hat sich bei Carcasses Folly selbst geopfert. Sie hat sich selbst aufgelöst, um nicht die vollständige Magie zu zerstören. Die Magie ist aus der Welt aber nicht wegzudenken, so dass das Weave sich wiedergebildet hat. Und wenn sich das Weave wiederbildet, was bildet sich dann auch wieder? Richtig, Mystra. Sie hat jedes Mal immer so andere Tweaks und Quirks und Einstellungen und Veränderungen und Namen ein bisschen hier, die Möpse ein bisschen größer oder die Haare ein Ticken länger, kürzer, schlauer, jünger oder hat vielleicht einen anderen Aspekt oder sowas. Aber Shah, sie ist einfach scheiße dumm. Also es ist einfach, mich regt das auf. Sie ist dumm. Sie ist einfach dumm. Wie kannst du, ich meine, du musst doch, also selbst beim, also wirklich, als es beim zweiten Mal genau das gleiche passiert ist wie beim ersten Mal und beim dritten genau das gleiche passiert ist wie beim ersten und zweiten Mal, dann muss man doch so langsam aber sicher begreifen, dass das nicht funktioniert, wie sie sich das vorstellt. Aber, ja, keine Ahnung. Manche Leute, ja, das ist so. Keine Ahnung. Es ist ein Körper. Ein Körper. Okay? Oh, ich möchte Shah am liebsten nehmen und sie einmal richtig durchschütteln. Sie ist echt hot. Also ich würde auch gerne was anderes schütteln. Aber einmal richtig so durchschütteln und ihr das ins Gesicht schreien, dass das eine Einheit ist. Shah kontrolliert ja auch die Shadowplane. Und weil Shah so eine eifersüchtige kleine Schlampe ist, hat sie ihr Shadow Weave gemacht. Eine Kopie vom Weave in ihrer Shadowplane. Einige Zauber in der Shadowplane funktionieren anders. Also, du wirkst denselben Zauber, aber du zupfst, wenn du in der Shadowplane bist, zupfst du am Shadow Weave und der Zauber kommt anders raus. Und es gibt Zauber, die funktionieren nur dort. Und diese Zauber funktionieren nicht mit dem normalen Weave. Aber sie hat es kopiert. Also sie hat das Weave genommen und hat gesagt, okay, ja, alle 2 cm eine Kreuzung, alle 4 cm ein Quadrat, Fischnetzoberteil, geil, mache ich nach. Hat sie genau so nachgebaut, aber wenn Shah drauf geht, bleibt das Shadow Weave. Wenn das Shadow Weave zerstört wird, bleibt Shah. Es sind 2 getrennte Einzelheiten. Ich nehme jetzt die 1. For a spell. Mistral was reborn as Mystra. Upon her return, the Weave returned with her. Now, so many centuries later, I try to follow in the footsteps of Carsus. Not to destroy Mystra, but to prove my love for her. Try to control only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History. Repetition. It's the way things go. Ja, aber Gale ist noch eine andere Nummer. Er wollte ja wirklich diesen Shard aus dem Buch bergen, aber er konnte trotzdem nicht wissen, dass ein kleines Fragmentchen, wir reden ja hier nicht von einem faustgroßen Juwel, sondern so ein kleines Fragmentchen vom Splitter, ihn in eine nihilitische Bombe verwandeln würde. If it should ever come to that, if I ever know I am no longer able to stop it, I will do anything I can to ensure no one but me pays for my mistakes. I will find the remotest place on the surface of Faerun, or perhaps far below in the depths of the Underdark. I will await that death alone. I promise I will not betray your trust. You kept me by your side despite the menace that I am. If worst comes to worst, I will be long gone before the curtain falls. Lezel! Lezel, Lezel, Lezel! Astrale Ebene! Baby! Das ist das erste Dungeons & Dragons Abenteuer, das uns die astrale Ebene in ihrer Pracht gezeigt hat. Komm, sag es! Glick. I had a dream. As we all did, I suspect. Aha! Someone came to me and promised to protect me, while claiming that the parasite could empower me. The parasite has taken root, it would seem. Every word, every promise, it is Geich deception.
Ey! Wir waren in deiner Heimat, sag doch mal was! Alter! You delusional. I'd sooner trust a night hag than a strange figure bearing dream gifts. Naja, Froschtitte mag mich sowieso nicht. Astorian mag mich auch nicht. You know, I've been thinking, and I think there's something I should tell you. Nothing big or terrible, just a small little detail about me that hasn't come up naturally. It's just that I happen to be a vampire spawn. What's the best way to put this? A vampire. Spawn. Du bist ein Spawn. Hallo. Jetzt nicht gleich übertreiben. Right. Well. Glad we got that out the way. So, was there anything else? Ich muss ihn nochmal ansprechen. I had the strangest dream last night. There was a visitor promising me protection and all sorts of delicious powers from the parasites in our heads. Given our shared affliction, I suppose you had a similar dream. Aber ich? Excellent. Now we can see what these tadpoles can do for us. Wir sollten jeden Vorteil nutzen. Exactly. Waste not, want not. Even when it comes to mind flayer parasites. Now, was there anything else? Nein. Eigentlich schleicht er sich nachts an und versucht einen zu beißen. Und wenn man selber als er spielt, macht man das nachts auch, dass man seine Gefährten beißt. Ey, yo! Holzin! Oder wie ich ihn nenne, Swulululu! Oakfather's blessings to you. Ah, jetzt sei mal nicht so holzig. Der Schattenfluch, den ihr erwähnt habt, und die Festung im Unterreich. Was wisst ihr darüber? Precious little. But I'm quite certain it can still be found. Aha, die 6, das ist gut. Everything in your mind has been destroyed from what I gathered. And from the path I see you on, you are doing well at picking up the pieces. I am here to be your ear as you bear your burdens, and the arms that protect you if you can shoulder them no more. I believe you when you tell me that your symptoms do not wholly align with the makings of the parasite. But until we remove it, I doubt we will be able to isolate the rest of your troubles. Schlafwandel als Nierenkreaturen. Die Versuchung, ich könnte alles verlieren, bevor ich ein Heilmittel finde. Aussetzer und Ohnmachtsanfälle. Jeden Tag gehen neue Erinnerungen verloren. What? Ach so, ich nehme die 4. A haunting has come upon you. But the first step is this admission you have now made. You will not walk alone into this night. Remember that. If I had my fleet of druids and a month of hard research, perhaps I could help. But I'm no savant. For now, I can only guarantee a cure for seromorphosis. Bye. Hab ich was vergessen? Ach ja, Will. Ja, der super interessante Will. I had a dream last night. Ja, das ist ja schön. A vivid one. Mm. And so did you, judging from the way my tadpole is tingling. Mhm. Someone came to me and promised to protect me while claiming that the parasite could empower me. Tempting as these powers sound, we should recognize this dream for what it is, the tadpole's little trick. No good ever came from trusting honey-tongued strangers conjured up by illithid worms. Will, es ist mir egal, wie sehr dein Tadpole tingelt. Du behältst ihn schön in deiner Hose, ist dir das klar? Ich finde, wir sollten hören, was die Traumgestalt zu sagen hat. Vielleicht wäre diese Kräfte nützlich.
Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, pass auf, du Spaß, diese hat mir schon dreimal das Leben gerettet. I wouldn't advise it. Play with fire and you get burned. That's always the way of it. Was ist das? Meine Fresse. Also. Kann man der Gestalt vertrauen? Fragt ihr euch jetzt. Ich sag mal, nein. Auch wenn sie hübsch anzusehen war. Kann man ihr nicht unbedingt vertrauen. Junge, Alter, what? Ja, krass. Oh, das nehme ich mit. Federvoll, Hügelriesenstärke. Damn. Fliegen nehme ich auch mit. Ja, das kenne ich schon. Sag mal, ich habe auch noch Färbemittel. Bra. Typ. Hä? Hatte ich nicht irgend so ein Färbemittel? Oh, warte mal. Joink. Aha! Nein. Okay, I guess not. Wir müssen dringend verkaufen. Ey, Volo, du Spasti. Quite the cozy setup you have here. I'll just make. Quite the cozy setup you. Nein. Er wird mir das Auge rauspulen und mir dann ein Artefaktauge andrehen. Ich mag meine Augen. Ich mag meine Augen, ich will sie behalten. Ich wollte eigentlich einen Händler, aber gut. Might be enough to cover rent. A drow. Play nice, or these shrooms will be on you in a flash. Now, doubt you'd care to notice, but you didn't see a dwarf on your travels, did you? Balin's his name. Ich glaube nicht. Bald, blue tunic, dumb as a stick. Right, never mind. So. Ja, ist egal. Ein noch. Yes. Okay. Das gucke ich mir später alles an. Das ist nicht unbedingt der Gewichtsdazugewinner. So, was hast du denn da Schönes? Eine Ringpanzerrüstung. Junge, Junge. Fellrüstung sieht echt gut aus, aber sind einfach schlecht. Ich meine, mehr Initiative ist schon ganz nett eigentlich, ne? Mehr Initiative, So wahnsinnig dringend brauche ich, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, die Rüstungsklasse ja nicht unbedingt.
Warte mal, die Armbrust muss auch verkauft werden. Vergesst das nur ständig. Denn für LS3-Anhänger ist das Benutzen von Fernkampfwaffen ein Anathema, ein Verbot. Es würde uns die Kraft von LS3 entziehen, weil LS3 seit dem Zwischenfall mit ihrem Vater Carillion nie wieder ein Pfeil losgelöst hat, obwohl es die beste Jägerin des elfischen Pantheons ist. Aber nie wieder will sie das Risiko eingehen, dass ein einst gelöster Pfeil von ihr seinen eigenen Kopf entwickelt und jemanden verletzt. Fleshwalker, Tongue Talker, you hail from the dark. Yet far you've come. Reach into memory. Tell me of home. Ich habe kein Zuhause. It mourns, moved by your emptiness. It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying myconid corpses. Dwegar destroyed my people. I am a sovereign with no circle. This circle does not welcome me, but I have heard the song. You mean to cleanse the Dwegar rot. I mean to join you. Der ist verdammt stark, der kommt auf jeden Fall mit. Sie nicht mit überdimensionalen Pilzen. Doch, die schmecken gut. Einverstanden. Remain in the Underdark and I will follow. We cleanse the rot together. Together! Man muss hier echt aufpassen, was man aufhebt, sonst pflückt man eines ihrer Kinder kaputt. So, das ist da ist dem. Dann können wir eine Kurve links machen, dann müssten wir theoretisch da unten rauskommen. Genau. Aber da sind die Zwergis. Die Durekaks. Let's go. Da unten wären wir nämlich rausgekommen, ne? Da oben ist der Magieturm da und da wären wir hier unten rausgekommen und... Was ist das denn für ein Weg hier? Bra, was ist das? Was ist das? Speichern. Geh hin. Will sehen. Nun geh da hin. Mann. Junge, was ihm hier? Ein Schreckenssenke? Was senkt denn hier die Schrecken? Ach so, hier war ich schon mal. Aber ich weiß nicht mehr, was hier war. Ah! Stimmt, ihr hässlichen Wichser. Eine Hackenschrecke. Ja, ja. Ich erinnere mich. Nein! Joink! Again! Ach so, das ist meine Klerikerin. Hui! Himmelslaser! Na komm, du kannst springen. Oh! Pick this! Keep going!
Galak, let's go! Big Boy! Ach, du bist so scheiße. Nochmal. Hallo, Pilzmensch. Heil mal Shadowheart. Ach so, Leiche. Wie so ein Sporendruide. EP. Elixier der Wachsamkeit. Komm, der Pilz hat einen Rave. Geh mir hier weg. Ja, stimmt. Die sind heftig, die Viecher. Aber wir sind mittlerweile vorbereitet. Wir sind ja keine Level 3. Man kann ja schon sehr, 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 sehr früh hier runterkommen. Und das bereut man dann auch wirklich sehr, 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 sehr schnell. Das ist das Ding, was wir hochnehmen müssen. Ne, das ist der Turm, Entschuldigung. Das ist der Turm, den will ich noch auf jeden Fall noch machen. Und hier unten ist das Duriga-Scheißzentrum und mit dem Schiff könnten wir zur Titanschmiede hier. Here goes nothing. Rock under your feet juts upwards, forming a perfectly engraved tombstone with a small epitaph. In memory of Myrna. A shining light in this dark world. May you forever gaze upon the lake you love to play in. You realize it was made with stone shape, a powerful spell to waste on a grave. Aufheben. Schaufel. Let's go! As you dig, you slowly expose the skeletal remains of a large dog wearing a chunky leather collar. Myrna. Wo ist denn der Dog? Ich bin mir so sicher, dass der Pilz mal heilen konnte mit so einer Spore. Ja, das stimmt. Nichts wie weg hier. Das ist nicht der. Wo ist der? Wo ist der Angreifer? Der ist jetzt in die Initiative dazugerutscht. Hä, wer ist das denn? Da seid ihr Spastis. Again. Naja, was heißt again? Bringt ja nichts, du verfehlst ja ständig. Das ist ein Magier, ne? Ja, wir sollten da auf jeden Fall hoch. Einen sollten wir da hochschicken.
Ich mach mal Raserei an. Für die Resistenzen, die ich krieg. Das ist schlecht. It's calling his pack. Karlach, du weißt genau, was du jetzt zu tun hast. Du nimmst diesen Spasti hier. Okay, dann. Dann schlägst du doch auf ihn ein. Er hat die Konzentration gehalten. Respekt. Okay, okay, okay. Fall nicht. Er hat die Konzentration gehalten. Bra. Ich lande jetzt auf dir drauf, du Spasti. Hier ist nichts mit Konzentration halten. Mann, sie hat mit der Offhand zugestochen. Was soll denn das? Oh, nett. So, dann geh mal hin. Halt. Da vorne sind doch noch mehr Gegner. Was? Warum? Wer beschädigt sie denn? Trink erstmal einen. Nicht du! Ah! Du! Ja. Oho. Verstreute Notiz in chaotischer Schrift. Beschützer, Wächter der Adamantschmiede aus Magma entstammt, durch Magma zerstört. Heißhammer, Heißhammer. Darunter ist eine kleine Karte eingezeichnet, auf der mehrere X-Markierungen zu sehen sind. Folgende Worte sind darunter gekritzelt. Dorn weiß Bescheid. Something's guarding that forge. And it's weak to this hot hammer. Also, ein Geständnis, aber ich finde das eine gute Sache. Ich war noch nie in der Adamantit-Schmiede, weil das haben sie im Early Access nachgeführt. Und ich habe damals gesagt, scheiß drauf, ich spiele das jetzt nicht, weil der Early Access ist schon 1,5 Jahre alt gewesen oder so. Es kann nicht mehr so schrecklich lange bis zum Release dauern. Ich habe es mit Absicht nicht angefasst. Ein unfertige Beschwörungsschriftrolle, auf der Bissspuren und Greifer zu sehen sind. Einige Worte lassen sich noch entziffern. Skeren Xens Welk Magma, 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 Magma. Ich nehme das mal mit. Heb das jetzt auf. Den Hirsch. Karotten mag ich auch gern. Kartoffeln sowieso. Ich mag auch Fisch. Gott, was mag ich eigentlich nicht? Was mag ich nicht? Mal kurz überlegen. Lakritz? Oder so? Vielleicht?
So, Shadowheart, ich weiß, du fühlst dich gerade besonders gesund, aber auch wenn du kein Assassine bist, du machst den Opener. Bra. Komm schon, ey. Put, du riesen Chicken-Shit, ey. Komm in Schussreichweite. Junge! Sag mal, das ist aber nicht von ihm, das ist von jemand anderem hier. Wer beobachtet mich? Nein. Wer beobachtet mich denn noch? So, das Arschgetier ist überrascht, das heißt, wir dürfen zweimal Züge machen. Ich weiß, dass das mein Zug ist. Das ist die sogenannte Überraschungsrunde. Jetzt nerv mal nicht. Go on. Yeet. Ich habe den Bonus. Ah, ist ja egal. Haha. Weil er ist diese Runde eh nicht dran. Und nächste Runde kann ich wieder Raserei machen. Survival is all that matters. Battle of wits. Damn right though, chicken. Ich wollte gerade vom Glauben abfallen, aber nein, es ist nicht fliegen. Oh, hier ist Moment. Wie viel Zeit habe ich noch? Ja. Da! Was haben die eigentlich immer mit Shadowheart, Alter? Was sind das für nervige Wichser? So. Berserker. Karlach. Wann krittest du eigentlich mal? Du hast Vorteil auf alles, was du machst und du krittest nicht. Machst du das mit Absicht? Das ist ein Nahkampf. Ist gut, Shadowheart. Ich hab's beim ersten Mal gehört. Komm, steh auf jetzt. Schade. Das hätte nämlich noch schön den... Ist nur noch die Donnerwoge. Hat er nicht. Was bist du eigentlich für ein schlechter Zauberer, Gail? Du bist Stufe was? 5? Und du hast nur 2 Zauberslots? Ich hol gleich mein Players Handbook, Alter. Weißt du was? Ich mach das jetzt. So, das kommt davon, wenn man Let's Plays von Nerds guckt. Eine Class. Wizard 112. Level 5. Oh, das ist doch richtig. Ja, scheiße. Aber, Kleriker, 56.
Gott, ich liebe den Geruch von diesen Büchern. Von, die machen da wahrscheinlich einen Koks rein oder sowas. Wizards of the Coast. Wo ist die Light Domain? Live, Light. Hier ist Light. Warding Flare. Improved Flare. Ist Level 6. Ah, sehr gut. Was ich aber eigentlich wollte ist... Flare Feature when a creature that you can't see within 30 feet attacks a creature other than you. Das wird sehr, 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 sehr gut und auch eine große Hilfe. You can interpose divine light between yourself and attacking enemy when you attack. Das ist der Warding Flare. Wo ist das mit dem... Ich weiß gar nicht, wie das auf Englisch jetzt gerade heißt. Jetzt, wo ich schon wieder so viel Deutsch gespielt habe. Also wir kriegen das eh nicht tot auf die Schnelle. Aber vielleicht kriegen wir es von den Füßen gefegt. So zum Beispiel habe ich mir das vorgestellt. Der Pilzboy hat dann nämlich Vorteil und er liegt am Boden und er hat diesen hier. Und dann kann er jetzt drauf pommeln und verfehlen. Gut. Passt ja. Alles wie geplant. Ach, Shadow Tart. Let it go, ey! Auf die Hackschnecke, Alter! Rauf da! Ach, das wollte ich nicht. Ah, egal. Ah, Manno. Sonnenkrankheit? Was ist das? No one stopped me yet. Ich weiß, dass es dir gerade gut geht, Shadowheart. Du musst mal hier die Dinger kaputt schießen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier oben nie rumgekrochen bin. Da ist die nächste Blüte. Und da geht's zu dem Boy. Lass mich mal zu dem Boy zuerst gehen. Ich habe das Gefühl, dass es da leichter mit der Kamera ist. Holy shit, ist das hier riesig, Mann. Ich habe das alles überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Boah, hab ich wieder Bock auf Pen and Paper Dungeons and Dragons, ey. Aber ich habe nicht so viel Zeit, mir ein Abenteuer durchzulesen, um es selbst zu leiten. Ich habe ja auch geleitet, also ich bin Leiter. Leiter mit zwei kleinen Kindern ist jemand, der nicht leitet. Aber auch spielen würde ich gerne wieder. Ich frage mich, ob ich dafür in die Schmiede zurück muss, wenn ich die Rinde habe. Ist das Blut? Nein, never mind. Da, die Rinde.
plans and the Sousa bark. Now I need somewhere to craft it all. The forge at the blacksmith's house should do. Also doch zurück. Ist nicht schlimm. Ist ja hier alles direkt um die Ecke mit den Schnellreiserunen, die übrigens eine reine Videospielsache sind. Die gibt's nicht wirklich. Das Underdark ist einfach so faszinierend, ey. Ich bin so froh, dass sie es so gestaltet haben. Und nicht einfach nur alles wie eine Höhle, weil das Underdark ist genauso abwechslungsreich eigentlich wie das obere Faerun. Das ist der Weg nach Balin, der tote Zwerg. Alles klar, ich erinnere mich an. Ja, daran habe ich mich nicht erinnert. Wo ist Shadow Tart? Digga, sie stirbt. Wo ist sie? Da. Wie lange machen wir dieses Spiel jetzt? Darf das nicht angreifen? Nee, ich gehe da nicht rein. Have my attention. Ich weiß, dass das Shadowheart nicht gut tut. Komm da schnell raus, Pilz. Dich brauche ich wirklich noch bei den Kämpfen. Warlocks und Mönche stellen nach einer kurzen Rast ihre ganzen Attribute, ihre ganzen... Hier geht's jetzt zu den Mykos, da hoch. Ich will hier nur ganz kurz hin, weil das ist hier theoretisch... Haben wir jetzt hier nun... Sharp, deep, and still fresh. Some monster did this, marking its territory. So, jetzt können wir runtergehen. Oh. Der in der Scheiße. Wie habe ich das denn gemacht? Mit Fliegen? Eigentlich müssten wir in der Lage sein, mit ihm auf über Distanz zu kommunizieren. Wie
Wie, der kann da nicht runter? Also kann er doch runter. Was denn? Ah, das ist aber spannend. Genau, eine Laufkerze ist das. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe ja gespeichert, oder? Ich speichere einfach nochmal. Ich habe ja gespeichert. Also, was passiert? Stop! Stop! Ich wusste nicht, dass die Pilze sich gegenseitig zünden. Die astrale Ebene. Nice. Ich glaube nicht, dass Fliegen funktioniert. Dafür ist die Decke zu flach. Stop! Stop! Bibberbang! He's indeed surrounded by Bibberbang. The spores of those mushrooms are both toxic and flammable. Scroll! Escape! My bag, please! I've dropped it somewhere! Ah, stimmt, ich hab sogar eine. Yes! That's... Yes! Nee, das speichere ich. Also man kann es schaffen. Mit all dem, was ich hier habe, kann man das 10-mal schaffen. Aber ging auch so. Ah. Oh. I'm fine. I just have to. And then. Here. Da ist sein Rucksack. Oh Gott. Nee, ich spreng hier alles, dann hebe ich den auf. Ah, right. As, what were you saying? Nummer 3. Achso, Nummer 4. Done it. I must... need to go. For you. Your trouble. Sie sagte, er ist dumm wie ein Stock.
Meine Fresse, ist das blöd oder was? Chefrolle der Unsichtbarkeit. So, dann kommt mal alle zurück. Shadow Tart muss hier was zünden. Ja, nun los! Bring mir den PC zum Abstürzen. Wieso werden es denn nicht weniger? Ah, ich sehe das Licht am Ende. Der Rucksack kriegt gerade ganz schön viel Schaden ab. 3 HP hat er noch. 1 hat er noch. Kaputt! Okay. Oh, da können wir uns hier ein Man Cave einrichten. Federfall. Tiefwasser, roter Apfel, Würstchen. Der Typ war gut vorbereitet. So ist es ja nicht. So, aber das wollen wir uns hier angucken mit den Loftkerzen. Machen wir hier mal erstmal Licht an. Leuchtende Steine, die im Dunkeln flackern. Manche Reisende ist ihnen schon gefolgt, weil er sie für einen anderen Wandersmann hielt. Gib das her. Sieht wertvoll aus. Zeig mal. Nein. Einfach nur nein. So. Zu den Pilzis kehren wir später zurück. Wir müssen ja noch die ganzen Zwerge hops nehmen. Es geht schneller, wenn wir links rumgehen. Duregas waren auch mal versklavt von Illithiden. Hassen sie wie die Pest, sind aber chaotisch böse Zwerge, haben sich von ihrem Gottvater abgewendet. Jeder einzelne Zwerg, jeder Zwerg, absolut jeder Zwerg, jeder einzelne Zwerg. Jede Seele eines jeden Zwerges wurde vom Gott Muradin eigenhändig geschmiedet. Es ist ihr Gottvater. Ohne ihn würde es die Zwerge nicht geben. Er baut ihre Seelen. Und sie kehren zu ihm zurück nach dem Tod. Ähnlich wie bei den Elfen. Nicht ganz so, aber ähnlich. Brecht die Ungebrochenen, bewirkt zusätzlich 1d8 Stichschaden bei Zielen, die noch alle Trefferpunkte haben. Das ist ja eher noch was für Shadow Tart. Und ist die Frage, ob sie damit Sneak Attack auslösen kann, wenn ihr das in der Main Hand liegt.
Da müssen wir jetzt wirklich genau drauf achten. Weil ich weiß, die Waffe muss leicht sein für Sneak Attack. Aber ich glaube, ein Kurzschwert ist... Ach, da steht's, leicht. Finesse ist klar. Ich glaube, sie kann auch damit Sneak Attack auslösen. Und wenn das dann der Fall ist und der Gegner volle HP hat, wäre sie Assassine mit so einer Waffe, sie würde katastrophal viel Schaden beim ersten Angriff verursachen. Wenn man damit einen Kampf eröffnet, ist der Gegner vielleicht sogar schon tot. Hier geht's da hoch. Ja, das wollen wir nicht. Die Zwerge sind halt hier im Hafen und in dieser Gebäude war das, wo wir diese edle, nicht lange Schlacht mal hatten. Kommt noch, keine Sorge. Warte mal. Das ist irgendwie ganz schön komisch alles. Eigentlich ist das keine so schlechte Idee, die Flammensphäre vor sich herzuschieben. Das Gefühl, dass die hier irgendwie unsichtbar sind, die Gegner gerade. Ich sehe niemanden. Aber ich weiß, dass die hier sind. Ich schätze mal, wir lassen uns jetzt mal überraschen, ne? Shadowheart. Es geht so nicht. Es ist zu wenig. Naja, ist immer noch wenig, aber komm, Karlach, geh du mal vor. Ich glaube, wir sind gleich umzingelt oder so. Die Waffe leuchtet nicht mehr. Vielleicht ist das der Grund, warum sie das gescheitert hat. What? Geck! Got someone sneaking up on us! I will split your corpse and run it to pieces! Der Gegner ist überrascht. Oh! Oh, hast du ein Problem? Sprinten. Ah, sie hat nur eine Bonusaktion. Stimmt. Ach, das bringt ja nicht, weil ich wissen will, ob es Sneak Attack auslöst. Mehr Schaden würde ich jetzt machen, wenn ich mich mit einer Bonus-Action tarne und dann auf ihn schieße. Mach ich jetzt einfach. Ja, er hat mich gesehen. Es hat nicht geklappt, sich zu verstecken. Ach, ich hätte mal hingehen sollen. Scheiße. Der kommt hier gleich hoch. These boots have seen everything. Oh mein Gott, ist der Level 7 oder was? Das ist wirklich... ...62 HP. Ja, da lohnt sich.
Wieso hatte ich denn keine Bonus-Action? Oh, ich habe keine Ladungen mehr. Ups. Ich hab ganz vergessen, dass sie nur dreimal ragen kann. Krasse Scheiße, macht das Ding viel Schaden. Och Mann, ein HP noch. Was hat er denn für einen Auftrag? Na komm, geh mal den Toten da wiederbeleben, dass wir mehr Leute haben. Mann, also 85%, ich bitte dich. Kleiner Wichser ist runtergeklettert. Ich wollte ihn gerade schmeißen mit meiner Barbaren. Egal, Karl, auch weiter jetzt. So, das war der. Die kommen gleich hoch, aber der Level 7er Wichser ist wenigstens weg. Das war viel.
silence. I am breathing life. Go. Rest at your camp. My servant is not yet ready. Es kann also Sneak Attack auslösen. So, jetzt können wir wieder zaubern da oben. Der ist unsichtbar. Och. Den habe ich schon völlig vergessen. Oder soll ich mal ein bisschen ausruhen? Hä? Hatte der nicht viel weniger HP? Der soll schon mal weg. Ich will den nicht weg, der soll Shadowheart draufschießen. Nice. Richtig nice, Alter. Oh,
Oh, so wenig nur. Och Gott, wie anstrengend. Das viel. Ach so, Geißel des Ungeziefers bewirkt zusätzlich Feuerschaden bei Pflanzen, Insekten, kleinen Kreaturen. Ah, es funktioniert doch nicht so, wie ich dachte. Na gut. Ich glaube, der will uns jetzt das Angebot machen, den König zu töten. The tumor is excited. From the dark will a mighty circle rise. My song will fill the grotto. Death-doer, the grotto may sustain but one sovereign. In the age of glut, there may be no spore. Eliminate the other sovereign. A fate it has earned. My circle long suffered while the Dwergar flourished. I sang to Spore for help. Yet it cowered in the grotto and let my people be slaughtered. Choose, smooth mind. Help me grow a mighty circle and reap the reward. Or protect the precious poltroon as it waits for the circle of glut to devour it whole. Tja, schwierige Entscheidung, finde ich persönlich. Er hat ja recht mit dem, was er sagt. Auf der anderen Seite hat das Spore ja einen Nicht-Angriffspakt, den die Duregar gebrochen haben. Ich halte mich da, glaube ich, raus, aber ich sag Spore Bescheid. It is my right. Its delicate harmonies turn to scrapes and scratches. Oh! Bitte halt. Der hatte keine volle HP mehr, ne? Ja, deswegen hat dieser Proc nicht funktioniert. Sein eigener Spor richtet sich gegen ihn? Ja, ich will mich ja nicht beschweren. Ja, der kriegt sehr viel Feuerschaden. Deswegen ist es so schade, dass Gales Cantrip nicht getroffen hat. A petty kingdom undone. Already lost to history. Ja, vielleicht mich nicht angreifen. Als Tipp. Nur so ein Tipp.
Nochmal alles looten. Der steht da jetzt und ist ansprechbar? Ich nehme nicht an, dass mir der Gex irgendetwas erzählen wird. Ich speichere mal, weil ich ihn ja gekillt habe. Ja. Ich gehe stark davon aus, weil ich ihn getötet habe. Ich lade das mal, weil es gab da vorne auch noch Leichen. Da will ich das mit dem probieren. Ich kann das nur einmal am Tag benutzen. Weil das ja meine Fähigkeit ist und nicht mein Zauber. Oh, wie lange... Wow, okay, die Episode geht lang. Ich hab jetzt... Was? Ach so, jetzt hat's funktioniert. Jetzt erkennt er uns als Gegner an. Was auch immer, Alter. Okay. Ja, viel zu verkaufen. Ich sehe das schon. Apropos viel zu verkaufen. Ich denke, ich mache jetzt eine Operation Healthcare. Ich rede mit allen NPCs und gehe Sachen verkaufen, Inventar aufräumen. Und ich denke, danach geht's zu der Andamatit-Schmiede. Da war ich tatsächlich noch nie. Es gibt hier allerdings auch noch den Turm. Den Magierturm, da wird sehr viel gesprungen. Wenn ich mich das noch richtig erinnere. War das kein Gebiet, das einfach so durchschritten werden kann. Das war ein Rätselgebiet, was aber auch ziemlich geil war eigentlich. Was habe ich denn schon wieder aufgehoben, dass ich so extrem schwer bin? Hier sind die toten Tiefengnome, ja. Und die durchsuchen wir noch. Schnell durchgeflogen. Ja, Tiefengnome haben kein leichtes Leben. Wirklich nicht. Hingerichtet. Tut das wirklich Not? Was sagt denn hier der Dings? Ja, Tiefengnome und Andamatit-Schmiede. Alles richtig. Das können wir noch zusammen machen, bevor ich die Episode beende. Greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. The music shifts, still melancholic, but now streaked with hope. Do you hear a new harmony? Serenity. I name you Peace Bringer. Fragrant spores waft through the air. Your heart swells with bliss with your every breath. Freely you have given to us. Freely you may take. The Guardian Gate is open.
Go and claim your reward. But before this, I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergar Blight, but not its source. In your mind's eye, Spore shows you a drow striding among Myconid dead. Near, this one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Bring me his head, and I will know my circle is safe. My, this sovereign likes to delegate. Hä? Moment. Stimmt, der Typ da oben. The drow lurks in the ruins beyond the lake. Bring him death. Aber das hab ich doch. And return. Ach so. Ah, okay. Peacebringer. Er wollte euren Kreis auslöschen. You are one with Spore. Your throat tightens, then relaxes. The air is serene, your mind untroubled. The songs we sing now carry your spirit. I first named you Peacebringer. I now name you Kinspirit. Gucken wir uns mal die Schätze an. Kennst du Beranzan? Geil, viel Wertroll, Schriftrollen, strahlende Übelkeit. Und guck mal, was hier liegt. The corpse regards you. Lifelessly. Wer bist du denn? Zagrim. Conjurer. Seeker. Battle. With rival. Summoned. Spectator. Der ist schon tot. The spell's power wanes. You can ask no more questions. So, Kinders, ich mach mal Schluss. The Adamantine Forge is mentioned. Surely I'm on the right track. Alles looten, alles verkaufen, dann in die kleine Schmiede reisen, die Meisterwaffe bauen. Das mache ich immer so zwischendurch und wenn ich wieder etwas länger Zeit habe, dann starte ich die nächste Aufnahme. Macht es gut alle zusammen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.